Hallöchen, liebe Nation und YouTube da draußen und willkommen zurück zum nächsten Ranked Let's Play League of Legends. Wir sind wieder auf der Top Lane. Und ja, es funktioniert echt gut. Also wenn ihr nur Top Lane spielen wollt, ne, dann macht das so wie ich. Tut einfach First Pick Top machen und Second Pick mit. Natürlich solltet ihr auch einen Midlaner haben, den ihr dann spielen könnt im Notfall, aber meistens will ja irgendjemand immer auf der Mitte, deswegen komme ich meistens auf die Toplane gerade, das ist richtig cool. Ich logge mir erstmal wieder die Illaoi ein, einfach aus dem Grund, ich möchte die trainieren, ich möchte die wirklich bis zum Kotzen trainieren. Wir bannen Vayne muss raus aus dem Match. Boah, geil, ein Hackerim im Jungle, das sieht man auch nicht so oft, der ist richtig gut eigentlich. Frag mich, warum man den eigentlich gar nicht so aufzieht. Naja, ist ja wurscht. Aber vorerst mal sorry, ich habe das heute nicht geschafft, um 14 Uhr pünktlich zu veröffentlichen. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist, wenn die Folge rauskommt. Aber, ja, ich habe ein bisschen verpennt. Aber egal, die Folge kommt heute raus. Das ist das Wichtigste daran. Und, ja. Okay, gebannt sind Rengar, Caitlyn, okay. Wer bannt denn Caitlyn? Was sind das hier für Bans? Wie? Caitlyn? What the hell? Okay. Boah, mittlere Blo. Alter. Das sind immer richtig geile Gems, die hier gerade vorgepickt werden. Shyvana. Da ist die Frage, ob sie Toplane oder Jungle geht. Wenn Shyvana in Jungle geht, okay. Wenn sie Toplane geht, GG. Weil Shyvana top, dann musst du schon die Shyvana Intus haben mit 3 Promille, damit du sie richtig gut spielen kannst auf top. Gaio. Annie Mitte, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Meine Frage an euch da draußen, lasst mir das mal bitte in den Kommentaren stehen, ob ihr dieses ja, Matchmaking, sage ich jetzt mal, also die Bann- und Pick- und Bann-Phase, ob ihr die sehen wollt oder ob ich die in Zukunft weglassen soll. Und dann direkt im Spiel starten soll. Das müsstet ihr mir mal bitte schreiben. Weil die kostet natürlich immer ein bisschen Zeit. Ja, wir nehmen Illaoi. Weil im Augenblick sieht alles danach aus, dass wir einen recht schwachen Toplaner haben. Eventuell die Shyvana. Es könnte aber auch im Jungle sein, wie gesagt, dass das hier Toplane ist. Ich muss auf jeden Fall umstellen jetzt. Da. Wo ist unser Illaoi-Ball? Da. Yasuo, wir haben Yasuo als Toplane-Gegner. Guter Pick, guter Counter, weil er extrem schnell ist mit seinem scheiß Rumher-Geswitche da. Müssen wir ein bisschen defensiv spielen. Machen wir ja sowieso, ne? Immer voll in die Vollen, immer rin. Nein, wir versuchen wirklich defensiv zu spielen diesmal. Und dann boxen wir den hoffentlich raus. Ich meine, der Vorteil ist, wenn wir die Startphase überleben, wenn wir ins Midgame kommen, hat er keine Chance mehr. Ab dem Midgame dürfte sich das Blatt wenden. Also Early Game ist eher im Vorteil. Und dann sehen wir weiter. So, ab ins Intro. So, leider ist der Ladescreen noch nicht fertig. Jetzt ist er da. Das ist echt cool mit dem Intro. Dadurch wird das die Wartezeit ein bisschen übersprungen. So, wir schauen mal. Also, wir haben, ich meine, Yasuo Jungle, das wäre eigentlich ausgeschlossen. Das geht eigentlich gar nicht, glaube ich. Wäre natürlich auch mal was Cooles, ne? Yasuo im Jungle. Okay, also Yasuo Jungle, Shyvana definitiv Mitte. Jungle. Ja, ich bin noch nicht ganz wach. Okay. Marodeur Alistar. What? Alter. Alle drei haben hier schon Skins und ich mal wieder nicht. Werde ich nachher reported, weil ich keinen Skin habe. Dunkelflammen Shyvana. Mhm. Der Vorteil ist, ich weiß exakt, was Shyvana macht. Ich weiß genau, wie sie gespielt wird. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt null Angst vor den Ganks. Man muss im Prinzip bei Shyvana einfach nur schnell von ihr wegkommen. Wenn sie nicht an sich rankommt, kann sie nicht viel machen. So. Und dann werden wir gucken, dass wir die Toplane jetzt dominieren. Aber allerdings lassen wir Yasuo am Anfang ein leichteres Spiel, werden mit der Q farmen.
mehr oder weniger, und uns relativ frühzeitig zurückziehen, weil das Problem ist, wenn Yasuo, wenn wir unter, sagen wir mal, 20-30% Leben kommen, dann hat Yasuo einfach das Spiel mit uns. Er kann unseren Tentakeln relativ schnell ausweichen. Das ist mir bewusst. Aber wir werden ihn hoffentlich, ja, zerfetzen. Irgendwie fühlt sich gerade die Maus noch komisch an. Ich habe noch kein Game vorher gemacht. Normal mache ich vorher noch ein Game, damit ich warm bin. Aber ja, jetzt schauen wir mal. So, denkt dran, Sonntag 16 Uhr Livestream. Da rocken wir dann wieder ordentlich zusammen. Oh, 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 oh. Mal eben schnell noch das Kabelchen ein bisschen an. Ah, ich habe den Bildschirm ausgeschalten. Nein, geh wieder an. Das war auf dem Vorschau-Screen noch auf meinem zweiten Bildschirm, aber okay. Alter, ich schalte den Bildschirm aus. Ach, Pro-Gamer spielen ohne Bildschirme. Wir brauchen keine. Wir spielen das rein nach Gehör. Ey, alter Finne. So, wir müssen kurz helfen. Er will trotzdem mit Blue anfangen. Gut. Einfach mal ganz dezenten Bildschirm ausgeschalten. Find ich gut. So, ihm schnell helfen. So, Hacker, dein Job, viel Spaß. Gegner hat natürlich mit Red gestartet. Als Shyvana musst du das auch. Shyvana braucht den Schaden, sonst kommt sie gar nicht durch den Jungle durch. So. Komm, verpiss dich. Will nicht mit dir kuscheln. Genau, wir müssen natürlich auch auf seine Wirbel aufpassen. Jetzt habe ich zu spät gewartet. Ja, er versucht natürlich, mich jetzt gleich runter zu traden vom Leben her. Ach, nervt mich nicht. Habe ich schnell rausflashen müssen. Das ist halt der Nachteil. Anfangs hat... Alter, wie weit geht denn dem sein Wirbel bitte? Anfangs hat er einen extremen Vorteil. Ich versuche ihn jetzt gleich mit der E erstmal zu slowen. Das war dumm, dass ich gerade jetzt geschlagen hatte. Oh lol, Minion im Weg. Jawoll! Nein, er hat mich gekriegt. Er hat mich echt gekriegt. What the fuck? Alter, wie unfair. Ärgerlich. Ärgerlich, dass er mich jetzt gekriegt hatte. Okay, wir gehen diesmal zuerst auf das Item, weil ich gegen ihn definitiv Lebensreck brauche und danach direkt auf Rüstung. Bärtige Dame. So. Schade, dass er mich gekriegt hat. Eigentlich, wie supporte ich eigentlich nicht? Könnten wir den Farben Easygoing mitnehmen. So. Alter, dieses Rumgeswitche hier. So, jetzt hat er erstmal auf die Mütze bekommen. Und sollte sich zweimal überlegen, ob er das nochmal macht. No way! Das ist nicht wahr! So, jetzt müssen wir erstmal ganz gediegen farmen, aber der Hackerin passt schön auf uns auf, finde ich geil. So, wir haben ihn. Da musste ich jetzt offensiv spielen, bei der Lebenszahl. Ja, wir werden auch weggehen. Wir wissen nicht, ob Shyvana irgendwo ist, weil wenn Shyvana ankommt, die hat nämlich schnelles Rennen dabei, dann sind wir auch definitiv Geschichte. Deswegen schnell zurück. Wir kaufen erst das. Ja, wir kaufen zuerst das und danach müssen wir Lebensreck nehmen. Wir nehmen auch noch einen Heiltrank mit, zur Sicherheit. Komm, reg dich voll. So, ab nach oben.
Yasuo wird natürlich mehr Farm aufbauen als wir, aber er spielt sehr, sehr, sehr OP-aggressiv. Von daher verpasst natürlich dadurch auch jede Menge Farm. So. Ich bin gerade voll unter Adrenalin gegen Yasuo. Das ist kein einfacher Gegner, so gesehen. Also, ja, volle Konzentration jetzt. Wir müssen das reißen. Ich muss auch nach oben kommen. Wir haben nur 13 LP. Ich muss in der Liga jetzt mal vorwärts kommen hier. Verlieren ist er nicht. Oh nein, er hat es ganz knapp geschafft. Aber er ist schon fast wieder down. Ich versuche jetzt natürlich die Tentakel mit auszunutzen, ne? Das ist ganz klar. Jetzt hat er die. Jetzt hat er die Kacke am Dampfen. Und muss ausweichen. Da ist er falsch rein. Ah, durch seinen scheiß Schlag konnte ich nicht früh genug die Q aktivieren. Nachteil ist, wir haben kaum noch Mana. Wir haben letzte Runde gesehen, das ist gefährlich, wenn wir keine Mana haben. Aber wir haben dafür die Ulti aktiv. So. Geben wir ihm mal eine Sekunde, dass er farmen kann. Wir setzen lieber einen Ward. Ist mir wichtiger. Muss Shyvana früh genug entdecken, nur damit ich was gegen sie machen kann. Versteckt sich aber auch gut hinter seinen Minions. Ich krieg meine eh nicht raus. So, Yasuo wird ein bisschen Probleme haben mit dem Farmen, glaube ich. 69 Sekunden, dann könnten wir wieder BTB gehen. Zum Einkaufen. Ah, jetzt verziele ich. Jetzt verziele ich auch noch. Und wir haben 0 Mana. Wir haben 0 Mana. Ich muss mich zurückziehen, leider. Wenn er jetzt angesprungen kommt, wäre echt fail. Obwohl, wir hätten aktuell Mana für ein W, damit die Tentakeln zuschlagen. Aber er hat auch keine Mana, ne? Seht ihr das? Moment, wir nehmen den Farm noch mit. Wir nehmen den Farm noch mit. No way. Okay, jetzt aber schnell back. Aber es läuft. Ich habe Shyvana auch noch nicht gesehen. Ah, Shyvana ist auf der Botlane. Easy going. Oh, Yasuo ist wieder da. Da müssen wir natürlich aufpassen. Nee, er traut sich nicht in den Tower. Das ist dein Vorteil. Ja, meine Freundin ist auch da, falls du das hört gerade. So, wir nehmen zwei Heal-Tränke mit. Die gönne ich mir gegen ihn. So, erstmal direkt massiert, ne? Boah, lol, verzählt. Ja, ich habe damit kein Problem mit dem Farm durch unseren Schaden. Boah, nice. Hecker räumt hier richtig auf. Mist, ich habe ihn nicht schnell genug runtergekriegt jetzt. Das war ärgerlich. Das war echt ärgerlich. Das ist das, wenn Yasuo einmal an dir dran ist, musst du echt extrem schnell reagieren.
Yasuo ist ein verdammt schneller Champion. Echt ein guter Counter. Okay, wir müssen dann auf was bauten. Ja, definitiv wahrscheinlich auf AD. Ja, auf Geschwindigkeit, das war ganz klar. Wir müssen danach sofort auf Rüstung gehen. Aber instant. Ja, ein Pinkbot werden wir uns dann auch gönnen. Aber jetzt noch nicht. So, er kann nicht mehr viel farmen. Also ich muss mich danach definitiv bei Hackerin wahrscheinlich erstmal danken, weil der hat das echt gut bisher gemacht. Richtig schöne Gangs, er sieht das halt auch. Okay, Yasuo fehlt. Könnte natürlich hier oben in den Büschen hocken. Probier aber zu pushen, weil irgendwie glaube ich nicht, dass er da wäre. Er wäre schon längst aufgetaucht. Deswegen massieren wir mal ein bisschen seinen Tower. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wo Shyvana ist. Deswegen muss ich mich kurz wieder zurückziehen. Das ist zu heikel. Ja, und er hat die Tentakeln an sich dran. Sehr schön, hast du gut gemacht. Die massieren deinen Rücken, ne? Ah, Mann, ey. Das sagte ich damit, das meinte ich. Wenn du nicht weißt, wo die Shyvana ist und die kommt plötzlich von hinten angelatscht, hast du echt die Arschkarte. Jetzt drehen die das Spiel natürlich auf der Top-Lane um. Okay, wir müssen... Wir müssen gucken, dass wir tanky werden. Wir brauchen das scheiß Item fertig, ey. Und zwar so schnell es geht. Da hat wohl jemand auf die Map nicht geachtet. Nee. Es wird tricky. Das wird noch tricky. Ich hasse als Illaoi, hasse ich schnelle Gegner. Es gibt nichts Schlimmeres. Und dann natürlich eine Shyvana, die von hinten angelatscht kommt, ist böse. Wir müssen im Prinzip noch passiv spielen, bis wir richtig tanky sind. Wir dürfen nicht so weit rausgehen. Dass sie uns nicht gängen können. Ja, ich habe keinen Platz für Wards, deswegen habe ich sie vergessen. Okay. Schnell hoch, 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 hoch. Dass er da nicht den Tower noch kriegt. Den Tower darf er auf keinen Fall kriegen. Muss er natürlich raus, schade. Komm. Ihm nochmal kurz massiert. Er hat auch Heiltränke. Seht ihr das? Er heilt sich gerade. So. Ah, okay, da ist er wieder. So, dann werden wir mal ein bisschen passiver spielen. Na komm, den Farm gönnen wir uns. Ja, komm her, komm, spiel an der Tentakel mit mir. Ulti habe ich auch gleich ab, du Sack, du. Ah, okay. So. Alter. Was mache ich da? Das war Fail. Das war sowas von... Ich habe gedacht, ich habe eine Tentakel gekriegt. Ich habe doch Ulti gezündet. Die Ulti hat ihn nicht getroffen, oder was? Was war das denn jetzt eigentlich? Ja, das war Fail. Das war mega Fail. Ich meine, er hat jetzt auch übelst Farm gekriegt, ne? Darf man nicht vergessen. Oh je, oh je.
Oh, lasst mich doch durch. Müssen wir gucken. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie wieder zu Pötte kommen. Oh, der Ward ist nicht ready. Was ist hier los? Ich werde jetzt definitiv passiv spielen. Ich lasse ihn jetzt machen. Was hat er denn an Items? Okay, Full AD, natürlich. Oh, du triffst den halt auch so schnell, weil der so schnell schon latscht. Das geht gar nicht. Ich lasse ihn jetzt mal machen. Und kämpf nur am Tower gegen ihn erstmal. Sie müssen auf die Probe gestellt werden, um zu wachsen. Ja, Herr Grimm ist auf dem Weg. Naja, nicht nee. Scheiße! Den kriegst du nicht, der ist so schnell. Nice. So, schnell Tower drücken, solange wir können. Ich weiß jetzt zwar wieder nicht, wo Shyvana ist, aber... Ja, schnell. Ja, doch, er kommt. Komm, dass wir den Tower wegkriegen, das wäre gut. So. Oh, Bonusgold. Astroturm. Ja, so, jetzt ganz schnell weg. Wenn ich etwas will, nehme ich es. So, jetzt können wir uns natürlich auch ein bisschen um die anderen Lanes kümmern. Wir müssen aber immer noch auf die Top-Lane aufpassen, weil er wird natürlich relativ zeitig zurückkommen. Ich muss mir jetzt aber erstmal hier Rüstung kaufen, würde ich sagen. Rüstung gegen ihn und Schuhe, die... Ja, AP-Resist ist irgendwie schwachsinnig. Wir kaufen uns die hier. Oh ja, einen Pink Warden könnten wir noch mitnehmen. Das ist eine gute Idee. Sobald wir jetzt TP ready haben, werden wir mal der Botlane einen Gank verschaffen. Ja, ich weiß, ich werde jetzt trotzdem passiv spielen und dann, wenn die Chance gut ist, werde ich runter, werde porten und dann eben den Gegner schnell ausnocken. Der Nachteil ist, Yasuo weiß, dass wir nicht in der Nähe sind. Unsere Tentakel ist eingefahren und erst wenn die ausfährt, ist Illaoi in der Nähe. Das solltet ihr euch immer merken, wenn ihr mal gegen Illaoi spielt, ist die Tentakel so eingeklappt, ist sie nicht da. Ist sie ausgeklappt, ist Illaoi irgendwo in der Nähe. Kann sein, dass die einen Lane-Swap gemacht haben jetzt. Ich gehe auch mal nach unten, zur Mitte dazu. Shit. Okay, wir werden definitiv die Mitte halten. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt auf der Top-Lane ein bisschen drücken. Während der weitermacht, müssen wir drücken gehen. Er ist auf der Bot-Lane, wenn ich das richtig sehe. Ja. Zweiten Tor. So, dann schnell drücken hier. Drücken, drücken, drücken. Wenn der da meint, er muss da unten durchpushen. Achtung, Annie. Ah, Mist. Aber doch, sie hat den Tentakel im Hintern. Wenn sie nicht ausweicht, ist sie tot. Ja, nein. Wie knapp. Komm schon. Triff. Tentakel, triff. Die Tentakel war ja gut. Mann, ey.
Aber die hat halt auch gleich alles verbraten, um mich wegzunatzen, ne? Komplett einmal durch die Kante, was das kleine Budget von ihr hergibt. Ja, der Boss ist halt bescheiden. Jetzt mal vorsichtig. So. Stehen 3-5, das ist noch nicht so, wie ich es haben würde gerne. Läuft noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich TP nutzen soll. Geht er pushen oder nicht? Ja. Ich muss TP. Meine Güte, wie schnell macht denn der bitte? Den Tower kriegst du noch nicht, Junge. Noch nicht. Wo bleibt unsere Tentakel? Erstmal dafür sorgen, dass er hier nicht farmen kann. Nachteil ist, ich sehe ihn jetzt nicht. Okay, da ist er wieder. No way, no way, no way! Ich krieg's nicht raus, ich krieg die Angriffe nicht raus, ich werd zu sehr gestunt. Mann ey, die Ulti habe ich gezündet bekommen, aber die haben nicht zugeschlagen, weil ich meine W nicht aktivieren konnte. Ich war zu sehr gestunt. Die pushen jetzt extrem durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt natürlich richtig, richtig bitter. Die haben beide Tower geholt mit einem Satz. Puh. Richtig ärgerlich. Gut, böse. Hätte ich die scheiß Tentakeln eben rausgekriegt, hätte es anders ausgesehen wahrscheinlich. Wäre Yasuo wahrscheinlich down gewesen, aber... Naja. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Ich erzittere nicht. Ich ermüde nicht. Ich bleibe nicht stehen. Ich gehe jetzt in der Mitte. Die drücken momentan so gut zusammen, das wird heftig. Das wird richtig, richtig böse noch. Es gibt's doch nicht, ohne Witz, das gibt's doch nicht, oder? Was der Scheiß Yasuo gerade aushält, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich, was Yasuo ausgehalten hat. Wie viele Schläge waren das, die der gerade eingesteckt hat? Wahnsinn. Ja, Hecarim hat total recht, wir sollen zu 5 kämpfen, anders bringt das nichts. Der Yasuo geht gerade ab wie Sau, das ist unglaublich. Aber wieso hat der so viel ausgehalten? Der hat doch nicht mal Life-Rack. Wir müssen noch mehr Leben machen. Auf jeden Fall. Aber krass, was der kleine Penner gerade eingesteckt hat. Der hat... Ich glaube, 6 Tentakelschläge eingesteckt. Wahnsinn. Totaler Wahnsinn.
What? Come on. Bleibt ihr da kurz vorher stehen? Hm, ja. Wieso immer mich? Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ich werde halt immer gestunt. Das ist das Problem. Ich kann meine W nicht aktivieren. Durch die Stunts. Ich habe sie einmal rausgekriegt nur. Das ist total ärgerlich, was hier abgeht. Die Stunts gewinnen gerade echt das Spiel. Boah, nice. Wir müssten eigentlich noch ein Schadensitem dann bauen, aber wir brauchen jetzt erstmal noch Verteidigung. Ah, oh, muss jetzt Annie kommen. Ich habe gedacht, den Tau kann. Hallo, ey, diese Stunts. Ohne Scheiß. Die Stunts sind echt das Schlimmste hier. Ja, ich brauche nicht Warden gerade. Ich komme hier nicht zum Drücken. Guck mal hin, wie viele die sind. Da brauche ich nicht drücken. Du sollst nicht drücken, du sollst einfach nur einen Kopf setzen. Jetzt hat er mich natürlich verraten, Ezreal. Nein, den haben sie gerade gesetzt. Den hatten die eben gerade erst gesetzt. Komm, 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 komm! Lauf doch! Ich krieg meine Tentakel nicht zum Schlagen. Ja, so stunt das gesamte Team. Das ist Wahnsinn! Alter! Unglaublich, dieses scheiß Gestanne. Meine Hackerin spielt gut, aber labert scheiße. Das ist unglaublich, was die an Stunts haben. Yasuo schmeißt hoch. Annie mit ihrem scheiß Bärenstun und normalen Stun, ne? Also, was heißt Bärenstun? Sie stunt halt und schmeißt ihren Bären drauf. Die kann muten, ne? Es ist so krass. Die Stunts sind echt übelst. Alles, was lebt, nur durch die scheiß Stunts gewinne ich gerade das Spiel, weil es kommt niemand dazu, eine Fähigkeit zu machen. Und vor allem meine Tentakeln können nicht schlagen, weil ich die wenig treffe dadurch. Nein, lasst sie doch weglaufen, das bringt doch nichts. Man kann essen und kämpfen genießen. Wo will Ezreal alleine hin? Ich habe gerade überlegt, von welcher Position aus ich das mache, den Schlag, aber ich habe nicht genügend getroffen. So. Ja, da wird schon wieder halt ohne mich gekämpft. Warum? So, wenigstens ihr noch eine mitgegeben. Ja,
Mal hier ein bisschen warden. Ich werde schon wieder... Es geht schon wieder so los, ne? Kannst voll vergessen, ich habe zu wenig getroffen mit der Ulti. Die sind alle viel zu stark. Warum? Ich verstehe gar nicht, warum wir gerade hier fighten. Warum haben wir da jetzt gefightet? Warum machen wir das? Ich denke, das ist einfach, weil alle jetzt gerade mit dem Kopf schon verloren haben. Und jetzt nicht genau wissen, was sie noch tun könnten. Das ist aber Fail, was da gerade abgeht. Das ist sowas von Fail. Ich werde das jetzt anders machen. Ich bleibe in der Base und def nur noch. Erstmal, ich mach eine Ulti. Mach doch eine Ulti, mach die Viecher platt. Oh Mann. Gut, ich weiß nicht, ob er Ulti abhat, aber... Drake ist gleich wieder ab, wir sollten den deffen. Ja, weil die anderen gepennt haben. Wo bleibt ihr? Meine Fresse, sieht man das denn nicht? Sieht man das nicht, dass Drake gleich ab ist? Ich verstehe das nicht. Ich hab's doch echt extra noch gepinkt. Das ist wieder so ein Game, wo einfach nicht so läuft, wie es laufen soll. Meine Güte. Ich mag zu behaupten, dass es definitiv verloren ist. Weil wirklich halt, ja, wie Ezreal gerade geschrieben hat, das ist kein Teamplay. Gerade was hier abgeht, das ist einfach lächerlich. Leider, leider. Aber die Gegner haben jetzt eh gewonnen. Das war's. Ja. Wir haben einfach durchgedrückt. Es war einfach blöd, dass die das nicht sehen. Es ist Drake up. Man sollte hingehen, den vielleicht versuchen zu deffen. Man muss gucken, dass man wirklich als Team sowas reißt noch. Naja, wir fallen wieder runter von den EP. Schade. Okay, dann in der nächsten Runde geht's weiter. Bis dann. Auf wie viel sind wir denn gefallen? Wie viel haben wir verloren? Boah, 0, minus 13 LP. Wir sind auf 0 LP. Uah!